Ich bin Simon. Und ich bin Carlotta. Und wir nehmen euch mit in die Werkstatttage des Berufsorientierungsprogramms, wo wir verschiedene Berufsfelder für euch testen. Heute geht es im Berufsorientierungsprogramm um Sanitär, Heizung und Klima, kurz SHK genannt. Ich muss dabei als erstes immer an Klos denken, die man irgendwie repariert, aber es versteckt sich bestimmt noch mehr dahinter. Ich werfe mich jetzt erstmal in Arbeitsklamotten und dann schauen wir mal, was sich hinter SHK alles verstecken kann. Das sind Geräusche, die uns aus unserem Alltag vertraut sind. Mit Toiletten und Co. lag ich also schon mal richtig. Doch hinter dem Sanitärbereich steckt eine Menge mehr, von dem wir eigentlich gar nichts sehen. Ein großer Teil rund um das Thema verbirgt sich nämlich hinter der Wand. Ja, und hier haben wir dann natürlich diese Anlage erstellen lassen, um das mal zu demonstrieren. Hinter unseren Wänden ist ein aufwendiges System angebracht, sodass das Wasser immer an die richtige Stelle gelangt. Das ist auch wichtig, denn ansonsten kann es böse Überraschungen geben. Damit das nicht passiert, gibt es das Berufsfeld Sanitär, Heizung und Klimatechnik. Ausbilder Martin Lück zeigt uns heute, worauf es bei der Wasser- und Wärmeversorgung ankommt. Wir wollen uns heute mit einem Weichlöten beschäftigen. Löten ist ein wichtiger Bestandteil der handwerklichen Arbeit im Berufsfeld SHK. Um auszuprobieren, löten wir kurze Kupferrohre zusammen, die zunächst aber erst einmal in die richtige Länge gebracht werden müssen. Geil, es gibt richtig Muskelkater in den Armen. Jetzt der spannende Moment. Wir machen mal den Lötkolben an. Oder probieren's. Gelötet wird, um die Rohre fest miteinander zu verbinden. Dazu brauchen wir eine Gasflamme und Lötzinn. Der schmilzt unter den hohen Temperaturen und wird im Anschluss dann wieder fest. Dadurch entsteht eine feste Verbindung und die Rohre sind stabil. Ich hab gelötet! Fürs Löten braucht man auf jeden Fall Ruhe und Geschick und das setzt eine gewisse Konzentration voraus. Doch mit etwas Übung hat man das schnell drauf. Total meditativ. Wenn man einmal weiß, wie es geht, fängt man an, sich zu entspannen. Feuer ist gar nicht mehr so gruselig. Rohre verlaufen ja nicht immer gerade, sondern hinter unseren Wänden in einem System mit Ecken und Winkeln. Deshalb ist unsere nächste Aufgabe, mit Hilfe von unterschiedlichen Verbindungsstücken ein Rohrsystem zu erstellen, und zwar genau nach Plan. Es kommt auf Zentimeterarbeit an. Ich bin mal gespannt, wie gut das jetzt klappt. Merke, immer in der Mitte der Rohre messen. Das war so ein Plan. Man muss mit so einer Taktik oder Strategie auf jeden Fall rangehen, gefühlt. Genau zu arbeiten ist hier besonders wichtig. Passen Rohre nicht ineinander, funktioniert das ganze System nicht richtig. Das sieht gut aus. Mitbringen sollte man auf jeden Fall Sorgfalt, denn man muss ausdauernd und konzentriert arbeiten. Teamfähigkeit und handwerkliches Interesse sind aber genauso wichtig, denn viele Installationen werden gemeinsam gefertigt. Ich habe tatsächlich alles gelötet. Jetzt nochmal abkühlen. Dann ging es ja auch noch so mit Maße, ob die passen. Ne? Super, genau, 24. 20. Soll 20 sein. Sauber. Was genau kann ich mit meiner Fähigkeit jetzt anfangen alles? Was kann ich werden? Löten. Ich kann Löterin werden. Ich werde Löterin. Fertig. Löten ist natürlich nur ein Teil des Berufs und gehört zu den wichtigen Grundlagen im Bereich SHK. Und wer das Handwerk beherrscht, darf dann auch mal kreativ werden. Wir wollen jetzt das Herz machen. Die Kupferrohre können mit Hilfe von bestimmten Instrumenten gebogen werden. Dadurch lassen sich die unterschiedlichsten Formen herstellen. Das bringt eine Flexibilität mit sich, die uns ermöglicht, ein schönes Erinnerungsstück anzufertigen. Für das Berufsfeld ist diese Flexibilität besonders wichtig. Denn ob Solaranlagen installieren, Heizung bauen oder intelligente Systeme per App im Haus zu steuern, in jedem Bereich muss fleißig gesägt, gelötet und installiert werden, bis alles passt. Und das macht das Berufsfeld so vielseitig und abwechslungsreich und bringt ehrlich gesagt auch jede Menge Spaß mit sich. Wir haben im Berufsfeld SHK heute ganz viel mit den Händen gearbeitet. Es gehört aber auch dazu, Maschinen und Anlagen bedienen zu können. Das Wichtigste ist, die Technik dahinter zu verstehen. Wenn man es dann geschafft hat, arbeitet man am Ende auf Baustellen, wie wir heute in der Werkstatt, oder auch direkt beim Kunden. Ich hatte auf jeden Fall jede Menge Spaß, heute das erste Mal in meinem Leben zu löten. Dieses wundervolle Ergebnis darf ich auch direkt mit nach Hause nehmen.